Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man sein Kanaldesign ändern kann bzw. neu gestaltet. Mein Kanaldesign ist einfach nur ein Bild, wo eine Backsteinmauer dargestellt wird, also was ganz Einfaches. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht bei anderen YouTube-Videos. Und aus den ganzen Informationen versuche ich mal für euch jetzt ein informatives Video zu erstellen. Und ich hoffe mal, ihr habt viel Spaß damit. Ja, wenn man mal in YouTube in der Suche Kanaldesign erstellen eingibt, dann werden einem ja, zig Videos angezeigt, die dieses Thema, behandeln. Manche sind ganz gut, manche sind weniger gut, manche ist viel Blabla und man bekommt kaum Informationen. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Öfter wird halt GIMP und Artweaver erwähnt, also diese zwei Zeichenprogramme. Ich habe mir jetzt Artweaver runtergeladen, einfach bei Google Artweaver Free Chip eingegeben. Und zwar, ich lade meine, fast alle Programme immer bei Chip runter. Hier ist jetzt dieses Artweaver Free Programm. Das wird sich einfach runtergeladen. Und dann braucht man natürlich noch ein Hintergrundbild, ein Template. Also, da kann man bei YouTube Folgendes eingeben. YouTube Template 2012 habe ich jetzt mal gemacht. Da gibt es einmal Bilder. Jede Menge Templates. Die sind aber alle schon oder zum größten Teil schon zugeschnitten. Oder man kann mal in irgendwelchen Websites suchen. Die ist zum Beispiel richtig scheiße. Die würde ich auf keinen Fall nehmen. Weil ich konnte das Foto jetzt gar nicht runterladen, da kam nur Werbung. Und mein Virenscanner, der hat auch Alarm geschlagen. Angeblich schädliches Programm. Was ganz okay war, war zum Beispiel diese Seite hier. Nennt sich Pimp My Channel. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier draufklickt, Dark Knight Rises. So, jetzt hat man hier so ein Bild. Das hier ist ja dieser vordefinierte YouTube-Bereich. Jetzt klicken wir mal auf Download. Und was passiert? Das Foto wird in ganz groß dargestellt. Gut, hier ist noch die Werbung halt von dem Kanal. Und wenn man jetzt rechte Maustaste, kann man dann Bild speichern untermachen und dann in seinen eigenen Dateien speichern. So. Wenn man jetzt, Bildchen sucht, die man links und rechts von dem YouTube-Bereich einfügen will, dann gibt es auch eine gute Seite. Die nennt sich Planet Renders. Und zum Beispiel nehmen wir mal hier dieses Star Trek Zeichen, da klickt man dann drauf. Und das kann man sich runterladen. Das sind dann freigestellte Bilder. Jetzt wollte ich noch zeigen, wie man sein Hintergrundbild ändern kann. Also, das ist jetzt mein Kanal. Als Hintergrundbild habe ich diese Backsteinmauer genommen. Und den Rest, den man hier so sieht, der ist der von YouTube vordefinierte Bereich. Da kann man eigentlich gar nichts ändern, außer jetzt hier so Infos reinschreiben oder hier oben so eine Headline einfügen. Und dann gibt es noch dieses Avatar-Bildchen, was man auch ändern kann. Wenn ich jetzt mal nach unten scrolle, bewegt sich jetzt nur der von YouTube definierte Bereich. Das habe ich eben mal so eingestellt und ich zeige jetzt mal, wie man verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Dazu muss man hier auf Kanaleinstellungen klicken. So, wir hatten jetzt diese Option ausgewählt, fest. Also Hintergrundbild bleibt fest und der Videobereich, der scrollt nach unten. Jetzt klicken wir mal Scrollen an und gehen mal hier auf Fertig. So, wenn ich jetzt wieder scrolle, sieht man, der von YouTube definierte Bereich und das Hintergrundbild, die laufen zusammen mit nach unten. So, gehen wir wieder auf Kanaleinstellungen. Dann gibt es ja noch dieses Avatarbild, dieses kleine Vorschaubildchen. Wenn man hier jetzt mal links von Tests schaut, das ist ein Foto von mir, so ein Spaßfoto. Das kann man auch ändern. Da müsste man jetzt hier auf Entfernen klicken. Jetzt ist es verschwunden, wie man sieht. Und jetzt kann man sich selber ein Foto auswählen. Jetzt kommen wir mal zum Hintergrund. Also hier Hintergrund. Wenn ich jetzt mal auf Entfernen drücke, mache ich jetzt mal, zack. So,
Jetzt wird ein grauer Bereich hier hinten angezeigt. Grau deshalb, weil ich als Farbe hier grau ausgewählt habe. Die kann man auch ändern, das zeige ich jetzt aber gleich. So, machen wir wieder zu. Jetzt können wir uns ein neues Hintergrundbild auswählen. Dazu klicken wir auf Datei auswählen. So, ich nehme jetzt mal so ein Hip-Hop-Foto, das habe ich mir eben mal runtergeladen. Das ist jetzt original für YouTube, also wenn man sich einen Kanal erstellen will. Natürlich hier mit Werbung. So, jetzt wollte ich noch was zeigen. Wir scrollen jetzt mal nach unten. Und wie man hier sieht, wird es vertikal wiederholt. Also das Foto hört hier auf und es beginnt wieder von vorne. Sieht natürlich nicht so dolle aus. Was kann man jetzt machen? Also, wir können jetzt mal diese vertikale Wiederholung ausschalten. Dann scrollen wir runter. Und jetzt sieht man, hier hört es jetzt auf und man sieht nur noch den Hintergrundbereich in Grau. Jetzt gehen wir auf Farbe auswählen, nehmen uns Schwarz und gehen auf Übernehmen. So. Und jetzt sieht man hier schön, das Foto, das hat ja so einen schwarzen Übergang am Schluss gehabt. Und der Hintergrund ist jetzt auch schwarz. Und jetzt läuft es eigentlich schön aus. Also, der Hip-Hopper, dann ist der Schluss und der Rest ist dann halt schwarz. Also man könnte hier nachher noch was einbauen, wenn man wollte. Aber von der Optik her ist es auf jeden Fall mal besser, als wie wenn sich das jetzt vertikal wieder wiederholt. Wenn wir jetzt rechts von dem Darstellungsbutton auf Informationen und Einstellungen draufklicken, wird ein neues Menü geöffnet. Informationen und Einstellungen des Kanals. Da kann man einen Titel eingeben. Titel steht jetzt bei mir Tests und Infos von Michel. Also quasi, wenn man jetzt hier bei meinem kleinen Avatarbildchen mal rechts davon guckt, da steht Tests und Infos von Michel, also quasi die Headline. Dann kann man noch eine Beschreibung eingeben, online seit dem 01.04.2011. Diese sieht man, wenn man mal hier rechts unter Videoaufrufe guckt, da steht dann online seit dem 01.04.2011. Und dann kann man noch Text eingeben, Text sind quasi Suchbegriffe, Suchwörter, Schlagwörter. Es ist dasselbe, wie wenn ihr ein Video hochladet, dort gibt man ja auch immer Text ein, damit die Leute halt das Video schneller finden. Ganz rechts von Informationen und Einstellungen klicken wir jetzt mal auf Tabs. Und hier ist halt das letzte der drei Menüs und da kann man jetzt auch noch Einstellungen vornehmen. Und zwar, Einstellungen, wie die Videos nachher im Kanal angezeigt werden. Ich habe zum Beispiel Blogger ausgewählt. Blogger heißt, das letzte Video, was ich hochgeladen habe, steht an oberster Stelle. Und die anderen Videos, die werden darunter dann so aufgereiht. Dann gibt es noch zwei andere Auswahlmöglichkeiten. Einmal Überblick oder alles. Da muss man dann mal ausprobieren, was einem am meisten zusagt und kann sich das dann für seinen Kanal auswählen. Jetzt zeige ich noch was. Also wenn man mit der Maus sich hier so im linken Hintergrundfenster bewegt und im rechten, ist der Bildschirm schön hell. Fährt man jetzt aber in den von YouTube definierten, Videobereich mit der Maus rein, zack, dann erscheint hier eine Meldung, nur Vorschau-Modus und das alles wird so ein bisschen ausgedunkelt. Also nicht wundern, wenn das mal passiert, dann wisst ihr, ihr seid mit der Maus gerade in diesem Bereich, weil wenn man jetzt wieder rausgeht, wird alles wieder schön hell. Jetzt wollte ich mal zeigen, wie diese Templates überhaupt aussehen, also diese YouTube-Kanal-Vorlagen. Hier sind mal zwei Muster. Nicht wundern, wenn man meine Maus nicht sieht. Im Camtasia speichere ich direkt in mein AVI und da kann man die Funktion halt nicht einstellen, dass die Maus nachher angezeigt wird. Also links haben wir einmal eine Planko-Vorlage. Da kann man quasi den linken und rechten Bereich noch selbst definieren, also was man einbaut, ein Hintergrundbild oder ein Farbverlauf. Der helle Balken in der Mitte von dem Bild, der ist dieser von YouTube definierte Bereich, also den man nicht verändern kann. Da wird auch nichts angezeigt, wenn man da was jetzt hier bei dieser Vorlage einfügen würde, was in den hellen Bereich reinragt. Und auf der rechten Seite das Foto, das ist quasi jetzt schon eine Vorlage, die wurde erstellt mit einem Farbverlauf. Oben sieht man so einen, helleren Lichtkegel und nach unten hin wird die Farbe dann immer dunkler. Und in der Mitte ist halt wieder dieser von YouTube definierte Bereich. Da Beispiele immer gut zur Veranschaulichung sind, zeige ich euch jetzt mal, wie das aussehen würde, wenn ich diese beiden Dateien in meinem Kanal einfüge. Dazu gehen wir auf Hintergrund entfernen.
So, jetzt habe ich mein aktuelles Hintergrundbild weggemacht, gehe auf Datei auswählen und wir nehmen jetzt erstmal diese Vorlage Planko. Dann auf Öffnen. So, wie man jetzt sieht, Vorlage Planko, da ist ja gar nichts bearbeitet worden oder eingefügt worden, ist links und rechts einfach nur hellgrau. Wenn man runterscrollt, ja, man sieht gar nichts. Jetzt gehen wir mal auf Entfernen wieder, Datei auswählen, jetzt nehmen wir mal Vorlage Blau-Schwarz. So, wie man hier sieht, dieser Lichtkegel ist vorhanden und nach unten hin wird es dann immer dunkler. Und hier wiederholt sich das Bild dann von vorne wieder. Das heißt, diese Vorlage ist eigentlich zu klein. Jetzt fragt man sich natürlich, warum wird die eine Vorlage so schön angezeigt und bei der anderen entstehen Ränder bzw. Bereiche, die nicht ausgefüllt sind. Ja, liegt daran. Ich habe mal diese beiden Vorlagen hier mir die Größe angeschaut. Bei der Planko-Vorlage auf der linken Seite ist die Breite 2000 und bei der Vorlage Blau-Schwarz ist nur 1600. Und die Höhe auch, Planko 2328 und bei der Blau-Schwarzen nur 2000. Und daran liegt er dann halt. Wie genau jetzt die, ich sag mal, Größe sein muss für YouTube, dass das Bild genau oben anfängt und unten aufhört und links und rechts passt, kann ich leider nicht sagen. Hier mal gerade mein erstes Design, was ich entworfen habe. War mir aber dann doch ein bisschen zu heavy, weil wie man hier unten sieht, da habe ich da so einen Kopf in der Hand. Weil ich habe damals so ein Foto entworfen. Hier so ein Sin City Style. Ja, und das wollte ich dann halt mal anbauen. Aber habe ich gedacht, naja, kriegst du noch Mecker von YouTube und dann lassen wir das mal. Ja, und hier sieht man mein finales Design. Ein paar Sachen muss ich noch ein bisschen verfeinern, aber im Großen und Ganzen ist es fertig. Links der Testmittelschriftzug, rechts halt so eine Infotafel mit so einem Mannequin drauf, mit diesem Facebook I like. Wenn man runterscrollt, ist da halt links nochmal so ein Pfeil, der nach unten zeigt. Dann kommt ein Mond mit Evolution, Fragezeichen. Ja, und dann hier links der Affe mit so einer Gedankenblase und rechts, da bin ich dann damals mit blonden Haaren noch. Ich habe nämlich damals hier dieses Foto entworfen und da habe ich halt jetzt ein bisschen mir die Idee von geholt und halt dieses Design jetzt halt angefertigt. Ja, man kann ja GIMP oder Artweaver benutzen. Ich wollte es erst mit Artweaver machen, aber da hätte ich mich erst so ein bisschen in das Programm reinfuchsen müssen. Und dann bin ich doch dann wieder bei Photoshop hängen geblieben, weil da kenne ich mich ein bisschen aus. Macht aber nichts, weil GIMP, Artweaver haben eigentlich fast dieselben Funktionen wie Photoshop selber. So, erstmal muss man dann mal sich die Datei holen. Also die Vorlage Planko. Das ist ja diese hier. Wie gesagt, links und rechts ist der Bereich, den man sieht. Und in der Mitte ist ja dieser hellere Bereich. Das ist ja diese von YouTube vordefinierte Vorlagebereich halt. Jetzt muss man mal gerade auf die Größe gucken. Bildgröße. Also 2000 ist das Ding breit und 2328 lang. Jetzt will ich aber gerade mal was zeigen. Also wenn ich auf meinen Kanal jetzt gehe, gehe mal auf Kanaleinstellungen, entferne mal das Bild. So, jetzt gehe ich mir mal den Master 2 holen. So, jetzt passt mal auf. Lädt einen Moment. So, jetzt scrollen wir mal runter. Und wie man sieht, hier unten fängt das Bild wieder von vorne an. Aber rechts in der Mitte hört erst diese 10 weitere Videos laden auf. Das heißt, mein Foto ist zu kurz. Also diese Bildgröße, diese 2328, die sind von der Höhe her zu wenig. Was habe ich da gemacht? Ich habe Datei neu gemacht. So, Pixel, genau. Dann habe ich wieder die 2000 Pixel Breite genommen. Und dann aber in der Länge, glaube ich, 2680. Zack. Weil jetzt passt diese Länge original in dieses YouTube-Format rein. Zeige ich jetzt mal gerade. Dafür muss ich mal gerade nochmal meinen Kanal neu laden.
So, Moment, Kanal. So, weil wenn ich jetzt runterscrolle, mal gerade hier auf Pause drücken, wenn ich jetzt runterscrolle, hört es genau hier unten auf. Und eben hat man gesehen, es war zu kurz und das Foto hat sich wiederholt. Man kann auch einen Hintergrund dann machen, den dann auslaufen lassen. Aber jetzt passt es genau hier hin. Wenn ich jetzt 10 weitere Videos laden drücke, dann fängt das Foto wieder von vorne an. Ja, noch ein letzter Vergleich. Also wenn man jetzt hier mal Bild und dann die Größe ändern ja, anklickt, jetzt steht hier 2328. Also dieses Foto war halt von der Länge her zu kurz für YouTube. Und wenn man jetzt mal hier auf Bild geht und Größe ändern, steht da halt 2680. Also das schließt dann halt ja, sehr gut halt mit dem Ende von der YouTube-Leiste unten ab. Also, dass ich das Foto jetzt auf einmal etwas länger machen muss als die Vorlagen, die man so im Internet runterladen kann, könnte vielleicht daran liegen, dass ich jetzt dieses Vorschaufenster hier eingebaut habe. Also da wird dann halt direkt am Anfang ein Video angezeigt und das kann man dann auch automatisch abspielen lassen. Kann da dran liegen, bin mir aber nicht 100% sicher. Jo, das Fenster könnt ihr ganz einfach einbauen. Einfach oben auf Kanaleinstellungen klicken. Dann geht er hier auf Tabs, auf diesen dritten Reiter oben. Und dann müsst ihr hier bei angesagt ein Häkchen reinmachen. Und dann könnt ihr nachher auch noch, zeige ich mal gerade, hier dann über dem Video oben rechts auf Bearbeiten klicken und da könnt ihr noch verschiedene ja, Einstellungen für dieses Video vornehmen, also für diesen Videobereich. Ja, von meiner vielen Laberei habt ihr bestimmt schon eine Frikadelle jetzt am Ohr. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie ich halt so ein Kanaldesign erstellt habe. Also eben haben wir ja diese neue Vorlage gemacht, halt die etwas länger ist als die Vorlage hier rechts, die wir aus dem Internet geladen haben. Jo, jetzt müssen wir eigentlich nur, jetzt muss man gerade die Vorlage hier rechts entsperren. Na, entsperrst du dich, zack. So, nochmal entsperren. Also, wir nehmen jetzt hier rechts die Vorlage und die ziehe ich jetzt einfach mal jo, in meine Vorlage, die ich eben erstellt habe, rein. Jetzt sieht man halt schon, die Vorlage aus dem Internet, die ist halt jetzt kürzer als die Vorlage, die ich jetzt neu erstellt habe. Also das ist halt jetzt den weißen Bereich, den man sieht. Das war dann eben der Bereich bei YouTube, wo halt das Foto neu gestartet ist. Oder wenn man das ausgeblendet hat, dann hat man halt den Hintergrund gesehen, den man eingestellt hat. Jo, jetzt drücken wir mal die Shift-Taste, also ganz links die Pfeil nach oben-Taste. Und ziehen mal das Foto nach unten. So, dann tun wir hier oben mal mit dem Haken bestätigen. Jo, und jetzt haben wir halt genau die Größe, die ich jetzt für meinen Kanal gebraucht habe, damit das unten schön abschließt. Jetzt lade ich aber mal die von mir erstellte Vorlage. Also Datei öffnen. Und das war diese hier. So, also so sieht es nachher aus. Hier ganz rechts ist halt, ja, ich sag mal, dieser Ebenenbaum. Und ja, wie zeige ich euch das am besten? Genau, am besten ist zum Beispiel der Mond. Den Mond haben wir hier. Ja, der Mond, den sieht man jetzt hier auf der Vorlage halt ganz. Aber dieser weiße Bereich, der hier oben anfängt, der schneidet den Mond ja nachher bei diesem ja, YouTube-Kanal dann halt ab. Den Mond, den habe ich auch einfach nur, ja, ich sag mal, freigestellt. Weil wenn man jetzt hier sieht, den kann ich jetzt überall auf dieser Vorlage halt hinsetzen. Wie stelle ich was frei? Ist eigentlich auch ganz einfach. Gehen wir mal auf Datei öffnen. Nehmen wir uns mal hier diese Voodoo-Figur. Jetzt muss ich halt mal gerade das Foto nochmal entsperren. So. Wir machen es mal gerade ein bisschen größer. Ja, ich mache jetzt einfach mal mit dem Polygon-Lasso-Werkzeug. Einfach mal. Also normal muss man halt genau an den Rändern entlang. Ich mache es jetzt einfach mal so zur Veranschaulichung. So, zack. Dann machen wir hier noch eine weiche Kante. Habe ich immer auf 1 gestellt. Und dann machen wir jetzt Auswahl umkehren und drücken einmal die Entferntaste. So, jetzt ist die Figur quasi freigestellt. Und jetzt kann ich die Figur hier reinziehen. So, jetzt ist sie hier drin. Hoch. Mal gerade mit bestimmten Pfeil hier oben bestätigen. Ja, und jetzt könnte ich sie zum Beispiel hier oben auf den Mond so draufstellen, wenn sie richtig ausgeschnitten wäre.
Ja, und so habe ich das halt mit der ganzen Vorlage gemacht. Die ganzen Sachen hier, kleine Puppe, ist hier die. Die habe ich auch ausgeschnitten gehabt, also freigestellt gehabt. Dann, was haben wir noch? Dieses I like hier oben, wie man sieht, das kann man auch dann hier bewegen. Der Affe genauso. Das sind einfach nur eigentlich freigestellte Sachen, die sind eigentlich nur eingebaut worden. Jo, und der Text genauso, den habe ich erstellt und dann bearbeitet. Jetzt muss man gerade gucken, wo haben wir den Text? Der Test, müsste der sein, genau. Also, wenn man die Shift-Taste hält, also diese Pfeil-nach-oben-Taste ganz links über Steuerung, also über STRG, wenn man die jetzt gedrückt hält und jetzt bewegt, dann tut sich das immer gleich groß vergrößern. Also man hat keine Ungleichmäßigkeiten drin, als wenn man nur jetzt, sage ich mal, mit dem Cursor jetzt hier unten ansetzt und einfach so. So verändert sich das halt, aber mit der Shift-Taste, mal gerade so zurückgehen, zieht sich das gleich groß immer. Ja, da kann man dann halt auch noch Veränderungen machen. Mal gerade bestätigen. Moment. So, auf Fülloption gehen. Hier ist zum Beispiel so ein kleiner schwarzer Rand drumherum um die Buchstaben. Das ist diese Kontur. Und die kann ich jetzt mal ganz groß machen. Da sieht man halt hier, wird sie größer oder kleiner. Und wenn ich sie ganz weg mache, sieht es halt so aus. Dann habe ich hier noch einen Schlagschatten eingebaut. Den kann man dann auch größer machen. Hier zum Beispiel im Abstand. Wie gesagt, das sind halt, ist eine Vorlage und da kann man sich dann halt drin austoben und die dann so erstellen, wie man gerne möchte. Ist nicht schwer, man muss halt Photoshop ein bisschen Ahnung haben. Wenn ich mal was nicht gewusst habe, habe ich einfach nur bei YouTube mal einen Suchbegriff eingegeben und da kriegt man eigentlich so gut wie immer geholfen. Genauso mit der Schrift, die ich hier habe, das ist eine Sin City Schrift. Ich wusste nicht, wie man die erstellt, da bin ich bei YouTube reingegangen. Und da gab es ein Video und der hatte in seinem Kommentar direkt einen Link, wo man die Schrift runterladen kann für Photoshop. Ja, wenn ihr damit der Designvorlage fertig seid, also so erstellt habt, wie sie euch gefällt, dann geht ihr halt auf Datei, Speichern unter und dann wählt ihr halt hier JPEG aus. Ihr müsst das halt im JPEG speichern und darauf achten, darf nicht größer als 1 MB sein, weil sonst wird es von YouTube nicht hochgeladen. Ja, jetzt wollte ich mal gerade zeigen, dass es mit Artweaver auch geht. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Programm jetzt überhaupt nicht aus. Jetzt habe ich mir von Planet Renders mal hier so eine Vorlage runtergeladen. Ist eine PSD-Datei, also wie gesagt, die ist freigestellt. Jetzt drücke ich mal Steuerung, also STRG und A. Damit markiere ich alles. Sieht man jetzt auch hier links. Oben, rechts und unten ist halt so Ameisenstraße. Jetzt drücke ich Steuerung und X. Damit schneide ich das aus. Jetzt klicke ich mit der Maus in die Vorlage Planko rein, also hier rechts. Da kommt jetzt hier die Meldung. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Programm nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Ebene, die Fixierung aufhebt. Aber egal. So, jetzt habe ich da reingeklickt. Jetzt drücke ich Steuerung und V. Ja, und jetzt habe ich dieses Foto hier eingefügt. Ist nichts anderes, wie ich eben in Photoshop gezeigt hat. Jetzt wird man halt, wenn man das jetzt so speichern würde, den Arm hier nachher nicht mehr sehen, weil der halt in diesem helleren Bereich ist, der für YouTube halt vorgegeben ist. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr kein Photoshop habt, mit GIMP mal die ganze Sache ausprobieren, weil dafür gibt es viel mehr, Hilfevideos in YouTube. So, jetzt sind wir gleich fertig mit dem Video. Ich wollte jetzt noch was zeigen. Fotos, die findet man ja zuhauf im Internet. Wenn man jetzt mal bei Google Bilder anklickt und jetzt gebe ich einfach mal Mond ein. Ja, hier gibt es jede Menge Fotos von Monden. Wenn man dann noch auf Suchoption hier draufklickt, dann kann man immer noch die Größe hier auswählen. Also wenn ich jetzt groß anklicke, werden alle Fotos angezeigt, die halt, richtig groß sind. Ne? Das ist ziemlich klein. 1300 mal 1300, das ist schon was größer. Ja, wie gesagt, so findet man halt große, kleine, mittlere Fotos. Jetzt nochmal zu der Seite mit dem Sin City Schriftzug. Da. Der Kanal nennt sich The Screamwork.
Und er hat halt ein Video gemacht, Adobe Photoshop Tutorial, The Real Sin City Effect. Und wenn man jetzt hier auf Mehr Anzeigen draufklickt, dann kriegt man halt jetzt hier der Link zu der Sin City Schriftart. Und den kann man sich runterladen, dann entpacken und einfach doppelt draufklicken und installieren. Dann installiert er sich automatisch in Photoshop. Und jetzt noch eine sehr gute Seite. Es gibt ja seit Anfang diesen Jahres dieses neue YouTube-Kanal Design. Und da bin ich auf ein sehr gutes Video gestoßen. Da muss ich mal ein bisschen Werbung jetzt machen. Wie nennt er sich? Areas for Race oder sowas. Der hat jetzt ein Video gemacht, geht knapp 16 Minuten. Und da ist halt alles erklärt, was für dieses neues Kanaldesign relevant ist. Auch die ganzen Einstellungen, die man vornehmen kann. Ich verlinke den daher am Schluss von meinem Video oder am Anfang, mal gucken. Und da könnt ihr halt dann direkt draufklicken und euch das mal anschauen, wenn euch das interessiert. Jo, das war's jetzt gewesen. Ich hoffe mal, ihr habt viel Spaß gehabt mit dem Video. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich wollte euch eben, wie gesagt, noch die ein oder andere Information nicht vorenthalten. Ja, dann bis zum nächsten Mal.